Wir bei DM machen uns viele Gedanken darüber, wie ein Besuch in unseren Märkten so angenehm wie möglich sein kann. Darum ist es bei uns heller als anderswo, die Gänge sind breiter und unser Schaukelpferd ist keine Ausnahme, sondern gehört zur Grundausstattung. Und noch etwas ist bei uns ein bisschen anders, die Sache mit den Preisen. Wir haben nämlich keine Aktionsangebote und Rabatthinweise am Regal, sondern möchten alle Tage günstig sein. Und nennen das den DM-Dauerpreis. Wie dieser funktioniert, erklären wir jetzt. Normalerweise geht Einkaufen so. Man braucht etwas, zum Beispiel dieses Shampoo. Das kann man in vielen verschiedenen Geschäften kaufen. Hier zum Beispiel oder hier. Und das kennt man auch. An manchen Tagen kostet das Produkt ein bisschen mehr und an anderen ein bisschen weniger, obwohl es immer dasselbe Shampoo ist. Als Kunde muss man darum vor allem eins, den richtigen Zeitpunkt erwischen. Denn natürlich möchte man das Shampoo besonders günstig kaufen und muss dafür Preise vergleichen, Anzeigen und Werbezettel studieren. Und das Shampoo dann kaufen, wenn es im Angebot ist. Auch wenn man eigentlich gerade genug davon zu Hause hat. Oder keines kaufen, obwohl man es bräuchte. Oder nicht auf ein Angebot warten und sich hinterher ärgern. Das hört sich irgendwie gar nicht richtig an, oder? Darum läuft das bei uns auch etwas anders ab. Und zwar so. Bleiben wir beim Shampoo und seinem Preis. Um diesen kümmert sich zunächst einmal nicht jeder Markt selbst, sondern unsere Kollegen in Karlsruhe. Sie schlagen ihn für alle Märkte übergreifend vor. Filialunterstützung heißt das übrigens bei uns. Dafür versuchen unsere Kollegen in Gesprächen mit den Herstellern einen besonders günstigen Einkaufspreis zu bekommen und auch bei allen weiteren Faktoren, Transportkosten zum Beispiel, das Beste für unsere Kunden herauszuholen. Bis hierhin noch alles recht klassisch. Händler eben. Ab jetzt wird es aber anders. Denn auf diese Weise entsteht bei uns kein Mindest-, sondern ein maximaler Verkaufspreis. Und dieser gilt nicht nur für kurze Zeit, sondern bleibt mindestens 4 Monate lang so. Bedeutet in unserem Fall, 4 Monate lang darf das Shampoo in keinem DM-Markt teurer verkauft werden. Aber günstiger. Moment, günstiger? Wie kommt denn das? Also, es gibt ganz unterschiedliche DM-Märkte. Große und kleine, am Stadtrand oder mitten in der Fußgängerzone. Und genauso unterschiedlich wie unsere Märkte sind natürlich auch deren Mieten oder die Abgaben für Strom und Wasser oder das Umfeld oder. Darum können bei uns am Ende die Märkte doch wieder mitentscheiden, wie viel ein Produkt bei ihnen kostet, solange sie nicht teurer als der Maximalpreis sind. Heißt also, es kann sogar sein, dass das Shampoo in Markt A noch ein klein wenig günstiger ist als in Markt B. Übrigens, wir bei DM haben uns zum Ziel gesetzt, immer der günstigste Anbieter vor Ort zu sein. Aber zurück zu unserem Dauerpreis. Diesen können Sie sehr einfach nachprüfen, direkt am Regal zum Beispiel. Da steht nämlich ganz genau, seit wann ein Produkt nicht erhöht wurde. Und für alle, die sich noch genauer informieren möchten, findet man in jedem Markt eine Gesamtübersicht seiner Preisentwicklung. Schauen Sie doch einfach mal nach. Sie werden überrascht sein. Die meisten Preise bleiben nämlich viel länger als 4 Monate gleich oder werden sogar günstiger. Ach ja, eins muss noch erklärt werden, die Sache mit den roten Preisetiketten. Manchmal reduzieren wir nämlich doch und zeigen das mit roten Etiketten. Dies sind aber keine Aktionshinweise, die zeigen sollen, dass ein Produkt heute im Markt günstig und morgen wieder teurer ist. Wir bringen sie dann an, wenn Produkte komplett aus dem Sortiment genommen werden und die Nachfolger schon auf ihrem Platz im Regal warten. Rot bedeutet also Bye-bye. Und warum machen wir das alles? Wir möchten, dass unsere Kunden dann ihr Shampoo kaufen, wenn sie es brauchen und nicht, wenn wir ein Aktionsschild in den Laden hängen. Darum gibt es unseren Dauerpreis.